Heute möchte ich darüber sprechen, wie die Verlustangst wirkt, wie sie auf den anderen wirkt, auf unseren Geliebten. Verlustangst ist ja eine der größten Ängste von uns Loslasserinnen. Und man kann sie erklären mit unseren Erfahrungen. Mit den Erfahrungen aus unserer Kindheit, durchaus auch schon mit den vorkindlichen Erfahrungen, als wir aus dem Paradiesischen auf die Reise geschickt wurden, in die irdischen Gefilde. Der Verlust der ursprünglichen Heimat, der für viele von uns naturgegebenermaßen schmerzhaft war, weil die Erde wesentlich weniger in der Liebe schwingt, als es die himmlischen Reiche tun. Wenn dann noch hinzukam, dass die Eltern lieblos waren, abweisend, ignorant oder sogar gewalttätig, wurde es zu einer regelrecht traumatischen Erfahrung. Es können auch Verlusterlebnisse aus früheren Leben eine große Rolle spielen, ebenso Verlusterlebnisse der Ahnen, zum Beispiel der Verlust der Heimat durch Vertreibung und Flucht im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Wenn man aber noch tiefer schaut, in die noch tieferen Schichten dieser Angst, entdeckt man eine Überraschung. Hinter dieser Verlustangst verbirgt sich die Angst vor der Liebe. Letztlich ist ja jede Angst eine Angst vor der Liebe. Das mag ein wenig widersprüchlich erscheinen, weil wir ja das Gefühl haben, wir fürchten, Liebe zu verlieren oder nicht zu bekommen. Dennoch ist die Wurzel, die ursprüngliche Wurzel, die Angst, sich in Liebe aufzulösen, sich in der Liebe zu verlieren, die sich anders darstellt, die maskiert ist als Angst vor dem Verlust. Es ist ja wirklich so, dass wir uns in der Liebe auflösen. Wenn wir uns der Liebe hingeben, bleibt von uns nichts übrig, außer unserer Essenz, die aber ja gerade aus Liebe besteht. Wir verschmelzen dann mit allem anderen. Und das ist erschreckend. Es ist erschreckend für einen Menschen, der jahrzehntelang Teile seines Egos lebte und dies in vielen anderen Lebensreisen ebenso getan hat. Es ist erschreckend für uns, weil unsere Ahnen ebenso meist dem Ego verhaftet blieben, mehr oder weniger. Es ist die Angst vor dem Nichts. Und die vollkommene Liebe bedeutet auch eine Art Nichts. Es ist wie der Zustand, der herrschte, bevor es alles gab, bevor alles erschaffen wurde. Dieses schwarze Nichts. Im Allgemeinen verbindet man Licht und Liebe miteinander und nicht Dunkelheit und Liebe. Ich meine jetzt mit dieser Dunkelheit selbstverständlich auch nicht irgendwelche dunklen Mächte, sondern ich meine den Anfang von allem,
besser gesagt das, was vor dem Anfang herrschte und was nach dem Ende sein wird, wenn die Unendlichkeit erreicht ist. Das ist logisch mit dem 3D-Verstand nicht nachzuvollziehen. Man kann es nur erspüren mit dem Spirit. Und die gewaltigen Mysterien und Geheimnisse, die dahinter stehen, werden wir erst dann erfahren, wenn es soweit ist, wenn die Unendlichkeit sich eingestellt hat. Ich denke, dass die Liebe zwischen dem Dual und uns so einen Aspekt der Unendlichkeit vergegenwärtigt, sodass wir schon ein Gefühl dafür bekommen, was Unendlichkeit heißt. Hier geschieht das Wunder, dass zwischen zwei kleinen, beschränkten, irdischen Menschen so etwas unerhört Großes, nicht Messbares geschieht, das alle Mauern durchbricht, das alle Gesetze aufhebt, das alle Vergangenheit auslöscht. Das ist das Geschenk, das ist der Wahnsinn, könnte man sagen. Und dieser Wahnsinn macht uns erstmal Angst, wie alles, was wir nicht kennen, wie alles, was unsere Ahnen auch nicht kannten. Die wenigsten unserer Ahnen haben erfüllte Seelenpartnerbeziehungen geführt, wobei es das durchaus auch gab. Aber man muss schon danach suchen. Wir werden nicht darum herumkommen, in diesen Ozean der Liebe hineinzuspringen. Entweder mit einem gezielten, entschlossenen Kopfsprung oder wir gleiten allmählich hinein und spüren, oh, wir können ja darin schwimmen. Wir ertrinken nicht, sondern es trägt uns. Es trägt uns mehr als alles andere, woran wir bisher glaubten, was uns bisher ausgemacht hat. Die irdischen Strukturen, die Gewohnheiten, die Glaubenssätze, alles Illusion. Das Schöne ist, die gute Nachricht ist, dass wir nichts tun müssen, um unsere Ängste und Widerstände zu überwinden. Es geschieht von selbst. Weil die Kraft dieser unendlichen Liebe zwischen uns und unserem Dual dafür sorgt. Es ist, als ob die Unendlichkeit, die Ewigkeit auf die Erde gekommen ist, zwischen zwei Menschen, um, ja, etwas pathetisch ausgedrückt, um das Paradies zu erschaffen. Zunächst zwischen und für diese beiden Menschen, dann aber auch darüber hinausgehend. Mit dem großen Ziel, dass eines Tages die ganze Erde in Liebe badet, so wie es war zu Zeiten von Lemurien. Und vielleicht werden wir dieses Lemurien, dieses zweite, dieses neue Lemurien persönlich nicht mehr erleben. Aber
unsere Kinder oder unsere Kindeskinder. Und dafür tun wir es. Ich könnte mir vorstellen, dass solche wunderschönen Orangen, wie sie hier an diesen Bäumen wachsen, dass es die auch in Lemurien gab. Und sie tragen die Erinnerung an diese Zeit in sich. Genau wie ich, die ich dort gewesen bin und viele von euch wahrscheinlich auch.